Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, es ist Sonntag, der 4.6. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. War ein furchtbar anstrengender Dienst, habe eigentlich gar nicht geschlafen. Aber ja, 24 Stunden Rettungsdienst und von Samstag auf Sonntag arbeiten. Man kann sich ja vorstellen, was so am Wochenende immer los ist. Und ja, das ist relativ anstrengend meistens. Schlägereien, Betrunkene etc. Das, was man so erwarten würde tatsächlich. Das haben wir gestern alles abbekommen. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere, der auch im Rettungsdienst arbeitet oder Kollegen hat. Aber wie gesagt, ich habe richtig Motivation, heute mit der Steffi ein bisschen was zu schaffen. Auf jeden Fall vielleicht ein paar Gramm zunehmen. Das wäre ganz toll. Ein kleines Gärtchen anlegen. Und natürlich auch ein wenig zu looten. Top-Kommentare des Tages gibt es auch. Das erste ist vom Necromatics, der schreibt, Sporantaschen hat jetzt auch wieder mehr Platz. Man bekommt ein Ghillie-Oberteil rein und hat links und unten noch zwei Kästchen frei. Ah, das ist geil, dass die Tasche wieder ein bisschen besser ist. Passend für Steffi das kleine Häuschen. Und die Einrichtung steht auch schon bereit. Perfekt. Ja, sie liegt gerade im Bett und macht Pause. Und erholt sich ein bisschen von den letzten Folgen. Das zweite Top-Kommentar ist ein bisschen länger. Von Charlie Harper schreibt, hey Tim, stehst du immer noch im Kontakt mit den Entwicklern? Falls ja, hätte ich 1-2 Quality of Life Vorschläge. Ich stehe natürlich noch im Kontakt mit den Entwicklern. Ich bin ja Content Creator von Scum, von den Entwicklern selber. Und kann gerne mal diesen Vorschlag schreiben. Ne? Zu einem könnte ich mir gut eine provisorische Dusche in Game vorstellen, die man sich in der Base bauen kann. Zum Beispiel mit Regenwasser betrieben wird. Und zum anderen so ein Waschtrog, nenne ich es mal. Ein Platz für einen großen Rucksack bietet. Oder eben für mehrere Kleidungsstücke, die man reinlegen kann. Und dann ein Zusatzslot für die Seife und wie beim Kochen läuft in-game ein Timer durch und die Klamotten wären sauber. Eine Waschmaschine. Eine saugeile Idee. Also beide Ideen finde ich richtig gut. Einmal die Waschmaschine und einmal eine Dusche. Eine Dusche selber, weiß ich nicht, wir stinken ja eigentlich in der Regel nicht. Ne? Der Charakter selber ist ja nicht so schmutzig. Das fehlt ja eigentlich hier völlig im Game, dass wir stinken. Oder habe ich da irgendwas verpasst? Aber eine Waschmaschine, wenn es auch nur eine dumme Waschtrommel ist aus Holz, ne, wie früher, mit einer Seife reinschmeißen, fände ich in der Affentitten geile Idee. Ich sage einfach mal Affentitten geil. Okay, wollen wir gar nicht lang quatschen. Gehen wir direkt auf den Server. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Weil es aktuell dunkel ist, müsste aber in Kürze wieder hell werden. Ich hoffe, das ist dann auch so jetzt übernommen worden. Der Server startet in 35 Minuten eh neu. Und ja, wollte erstmal ein kleines Gärtchen anlegen. Dafür muss ich natürlich mit der Fahne umziehen, keine Frage. Und dann müssen wir erstmal schauen, wenn wir dann mal auf den Server kommen. So, bupp, es stocken duster. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen vorbereitet hinterm Haus. So ein bisschen Beleuchtung. Da können wir da ein bisschen arbeiten. Na, das ist natürlich fein, oder? Eine gute Idee gewesen. Wow, ich habe immer so tolle Ideen. Blöd ist nur, dass ich jetzt da meine Fahne abreißen gehen muss, ne? Im stockenden, dunklen. Kann man ja hier eine Hand nehmen und leuchten? Ja, kann man. Dann leuchten wir uns doch mal dahin. Wir nehmen nie nachts auf. Das mag ich nicht. Es müsste so an die 2 Uhr, 3 Uhr nachts sein jetzt. Könnte auch auf der Uhr gucken, bin aber zu faul. Rennen einmal ganz kurz meine Fahne abreißen. So. Ja, diese kleine Hütte war wirklich nur zum Start, damit wir ein bisschen was haben. Ein kleines bisschen was. Das sollte dann auch gelangt haben. Ich hatte da jetzt an der Stelle keine Lust weiter zu bauen. Tatsächlich. Also ich will gerne noch eine große Hütte bauen. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Streaming-mäßig machen wir das ja mit Olga ganz gerne. Ich hoffe, ich kann überhaupt da hinten eine Fahne setzen. Das wird erstmal ein Problem werden. So, meine Fahne ist da. Hier war die Hütte. Die ist natürlich jetzt sperrangelweit offen und nichts mehr drin.
Das Bett kann ruhig drin bleiben. Und Flagge abreißen. So, Licht wieder in der Hand, damit wir auch was sehen. Einmal eine kurze Pause. Der Weg war schon wieder zu anstrengend für unsere dicken Steffi hier. Ja, was soll man sagen? Stoffwechsel, wir nehmen zu. Wir nehmen zu. Veränderung der Fettmasse plus. Das ist fast ein halber Kilo. Ne, Gramm sind das nur. So. Wir nehmen auf jeden Fall zu. Wir dürfen uns nur nicht zu viel sportlich bewegen. Und da seht ihr auch, dass es schon Tag wird. Das ist sehr geil. Da freue ich mich sehr drüber. Weil, wie gesagt, ich nehme super ungern in der Nacht auf, weil man einfach gar nichts sieht. Ich habe außerdem ein Problem behoben. Das flimmernde Kopfkissen. Das Problem habe ich behoben, indem ich es einfach weggemacht habe. Es ist einfach auf dem Boden am Liegen jetzt. Es flimmert jetzt nicht mehr. Man kann auch dann den Namen des Stuhls lesen, was der Hersteller des Stuhls genau wusste, dass das Streamer so machen. Gut, aber egal. Auf, nach Haus. Neues Fähnchen muss gesetzt werden. Und ich mag dieses kleine Häuschen. Es ist ein wirklich sehr kleines, süßes Häuschen. Konnte in der letzten Folge nicht mich nochmal hinlegen zum Schlafen. Was mich ein bisschen gewundert hat. So. Lampe auf den Boden stellen. Ich weiß nicht, wie rum die ist. So. Und sie beleuchtet hier das Feld. Also das Gärtchen sollte eigentlich hier so hin. Aber erstmal muss natürlich, ich habe vorher wieder nicht nachgedacht, eine Fahne gebaut werden. Machen wir eine kleine... Oh, nee. Oh, oh. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn ich die Fahne nicht setzen darf. Also wir haben ja eine abgerissen. Und ein Blumenbeet darf es ja ohne Fahne, glaube ich, nicht bauen, ne? Das wäre nicht dein Blumenbeet. Eine Sekunde, wo war Blumenbeet? Da? Ne. Das war nämlich so meine große Sorge, weil da hinten ja auch wer gebaut hat. Da müssen wir mal schauen. Ich möchte ja auch keine riesen Grundstücke einnehmen. Ja, es hat direkt einer bei mir gebaut, da vorne. Also das wird mir ja reichen. Wenn mein Haus so halbwegs noch mit drin ist, dann hätten wir vielleicht vor dem Haus noch Platz für was Eigenes. Weil hier ist ja jetzt eigentlich keiner, der gebaut hat, ne? Ach, dieses Bauen. Guck mich erstmal um. Ja, ihr seht, mein Haus ist weit, weit weg. Alles ist Bauverbotszone. Bis hier. Bis hierhin, hier darf ich sie platzieren. Finde ich aber jetzt auch gar nicht ganz so schlimm. Muss ich zugeben. Weil wir tatsächlich ja auch eine eigene Bude bauen wollen. Das würde ja auch ganz gut passen. Dann hätte ich das Revier für mich geclaimt. Und unser Haus steht da halt schön brav mit drin. Müssen wir mal gleich gucken, wie weit wir daran den Garten bauen dürfen. Weil der soll jetzt nicht 8 Kilometer vom Haus wegstehen. Weil die Zutaten zum Kochen ja genau dahin sollen. Ne? Das ist es ja. Ich brauche einen Nagel. Ich brauche 7-mal Stofffetzen. Ich habe jetzt nichts zum Zerfetzen. Hier. Socken. Oh, das Oberteil können wir zerfetzen. Das ist nicht so wichtig. Die kurze Hose. Weil wir schwitzen eh. Ein. Es gab ein. Es nutzt auch das hier. Muss man aufpassen. Den guten antiseptischen. Kurze Hose. Wir brauchen mal denn 7. Ah, ist das geil, wenn die Sonne aufgeht in Scum. Aber auch selten so Streams, Videos. Das habe ich den antiseptischen nicht benutzt. Okay, einer fehlt. Ach, da ist nichts zu zerlegen, Leute. Da kann ich nichts von zerlegen, ne? Das T-Shirt. Komm, wir finden ein neues. Scheiß drauf.
keinen Bock, jetzt extra zurückzurennen. Faule Sau. So, dann brauchen wir natürlich noch Metallschrott. Also wir sind vom Haus weg. Wow. Obwohl, wenn hier der Garten vor der Hütte steht, hier so. Und dann kommt da ein schönes Häuschen hin. Vielleicht in Verbindung mit ein bisschen mit dem Strommast. Müssen wir halt nur über die Straße gehen. Das ist auch alles an Schwierigkeiten. Habe ich Tür vergessen zuzumachen. So, hier habe ich natürlich Metallschrott drin. Einmal. Rezeptbücher und ein bisschen Kram. Das hier. Ja, sie ist wieder riesig groß geworden. Sehr geil. Nehmen wir das noch mit zum Zerlegen. Was wollte ich denn noch machen? Bolzen brauche ich nicht. Ich hab's vergessen. Alzheimer lässt grüßen. Wow, es wird richtig hell gerade. Bretter brauchen wir. Ne, Quatsch, brauchen wir Bretter. Noch hier das Gärtchen über die Straße. Ich weiß nicht, wie groß wir den Garten bauen dürfen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich hier für einen Gartenskill gegeben habe. Keine Fähigkeit. Das heißt also nur ein kleiner, süßer Garten. Keine Folgen, wo wir immer ständig mit dem Garten arbeiten müssen. Ach, Metallschrott war das, genau. Das sollten wir ja finden. Das ist ja einer der unserer leichtesten Arbeiten. So. Wollen wir schnell in dem Auto Töfter rein. Nein. Ja. Perfekt. Genau die richtige Anzahl. Irre. Lass mich auch mal kurz. Genau die richtige Anzahl an Material, was wir brauchen. Dann ging das mit der Fahne relativ fix. Okay, als Anfänger oder als Nixkönner, was Gärtnerei betrifft, wird das natürlich ein bisschen tricky. Na, wie gesagt, das ist jetzt Steffis Fahne. Da mache ich mal einmal ganz kurz einblenden, damit wir den Garten optimal nutzen. Hier ist schön gerade. Und schau mal, wie groß wir den maximal bauen dürfen als absoluter Loser. Er wird sofort rot, sobald man über diese Linie kommt. Naja, man darf den schon... Ja, er wird da rot. Ich weiß nicht, warum er rot wird. Wahrscheinlich, weil er über die Grenze geht, ne? Mag ja Garten. Aber ich glaube, diese Größe ist absolut ausreichend. Also, da bin ich wirklich maximal an der Grenze dran, ne? Das ist aber geil. 24 fucking Nägel. Willst du mich verarschen? 24 Nägel. Das ist ein Haufen. Und man kann die Nägel vor allen Dingen reinhauen, bevor man die Bretter reinhaut, ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Aber ist egal. Das Spiel ist halt so, wie das Spiel ist. Ja, der Plan war natürlich hinterm Haus. Aber ihr habt ja gesehen, da habe ich vorher nicht mit der Fahne geguckt. Selber schuld. Das Grundstück gehört schon wem. So, ein Nagel ist da noch drin. ...16 sind jetzt drinne. Dann brauchen wir Bretter. Das ist ja kein Problem. Ah, ja, meine Beleuchtung, die wird verschwinden jetzt mit der Zeit. Also ein Garten ist ja wirklich rubbelig hat's gebaut, ne? Da kann man eigentlich gar nicht sich beschweren. Und an dem
Ja, das sind dann die Zutaten fürs Kochen im Haus, weil wir da den Backofen haben. Und da kommt eine Wohneinheit hin, eine ordentliche, würde ich sagen. Ach, Quatsch. Man hat aber auch ein übertrieben großes Gelände, ne, zum Bauen. Aber wirklich übertrieben groß. Irgendein Zombie wurde hier gelegt. So, ich hoffe, ich habe noch irgendwie Nägel. Ansonsten müssen wir gleich mal gucken in Timmy Town. Bogenskill ist 83%. Steigend. So. Weiß, das ist ein bisschen langweilig, wenn man so ein bisschen nur rumbaut. Aber das gehört halt zum Spiel dazu. Und ihr wisst, ich bin ein großer Gartenfan, ne? Mit Olga bin ich ja nicht mehr ganz so gärtnerisch tätig. Keine Fertigkeiten heißt aber auch, dass man sich hier richtig schön ausleben kann an den Garten. Man darf ja trotzdem alles pflanzen und ernten etc. Das ist ja gar kein Problem im Spiel. So schön vorbereitet. Das leuchtet jetzt einfach hinter meinem Haus. Die Lampen, die despawnen ja, glaube ich. Hoffentlich. Oh, mein Kaffee ist alle. Ich muss ja mal kurz Pause machen, Kaffee machen. Auch mein Muntermacher. Bin total müde. Also, die jungen Leute hatten sich gestern leider rettungsdienstlich nicht im Griff. Und ich musste zwei nicht mehr transportieren. Einmal ein Zusammenbruch, weil der Freund Schluss gemacht hat. Also unglaublich, dass man dafür einen Rettungsdienst ruft. Aber so sind die Menschen. Wir brauchen noch so eine Keule. Blöden Keulen bauen immer. Nein, nicht in die Hand nehmen. So. Ich will mich gar nicht so körperlich anstrengen. Hallo? Muskelmasse bauen wir null auf. Dann so eine komische Keule. Ah, die muss ja immer sein, diese obligatorische Keule. So. Und schaut euch an, was ich einen Platz habe. Ihr könnt auch Wünsche äußern, wie ich bauen soll. Also so richtig krass skurril. Weg mit der Keule. Weil der Bauskill von ihr immens gut ist, ne? Der ist immens gut. Was haben wir denn hier Feines noch? Also wir haben auf jeden Fall schon mal Möhrensamen. Seht ihr irgendwo einen Nagel? Käse. Da sind nochmal. Ach, guck mal. Alles gespendet. Tatsächlich sogar ein Generator. Von der Mona Lisa. Es sind noch nötig 4, 8 Nägel. Einer, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht. Nein, nein, nicht. Schlagen, Nägel machen. Zack. Und das ist, ich finde, ein großes Beet. Kein Wasser drin aktuell, wird sich aber ändern. In kürzester Zeit. Ich glaube, weil diese Region hier relativ gut liegt, so schneenah. Oh, ist ein Airdrop. Meinst du, das schaffen wir? Ich weiß nicht, wie lange der da schon liegt. Ist die Frage, was machst du denn? Du bescheuert, rennt hier einmal im Auto rum. Da liegt einfach nur ein scheiß Airdrop. Scheiß auf den Garten. Scheiß auf den scheiß Garten. Ist ein Wolf. So, über der Pfütze sind wir rüber, ne? Dann actiongeladene Rolle.
Airdrop Action ist angesagt. Das ist wahrscheinlich schon leer. Ich habe Knackwerkzeug dabei. Ich bin mir sogar sicher, dass ich welches dabei habe. Da. Ich glaube, wir haben noch nicht einen einzigen. Wow, abkassiert. Das war nicht gut. Oh komm, nö. Oh komm, die anderen kippen auch immer um. Nur warum ich nicht? Ich bleib immer auf der Seite liegen. Das kotzt mich so an, ey. Die anderen bleiben eben, die kippen immer schön langsam um. Und dann liegen sie wieder richtig. Wow, das habe ich richtig scheiße gebaut. So, die schnelle Variante gewählt. Ja, der Airbus ist so weg, bevor ich da bin. Steig doch ein! Und er hat nur noch eine Minute oder so. Der dümmste Weg, den man nehmen kann, aber der kürzeste halt. Luftlinie. Ach, wünsche ich mir die Flugzeuge zurück. Alleine nur für Events, das wird schon so einen Spaß machen, Flugzeug-Event zu machen, einfach mit 10, 15 Spieler ein Gefecht in der Luft. Das wird schon eine riesen Gaudi werden. So, wir fahren schön. Also, Gärtchen ist gebaut. Das war der Plan. Das war auch der Grundplan heute. Und da muss natürlich noch ein bisschen gepflanzt werden. Ich habe natürlich noch nicht allzu viel Samen. Sowas wie Tomaten. Aber ich würde gerne Pizza machen und sowas, ne? Und hier fahre ich mal eiskalt. Bei dir, ich fahre eiskalt durch. Ich weiß nicht, wie man hier eiskalt durchfährt. Scheiße. Habe ich total die Orientierung verloren. Oh, wow. Und da dampft da, ich sehe ihn. Danach ist. Komm mal, was wolle. Ja, ja, roll du mal. Seht ihr? Oh, ich wollte schon sagen. Da ist ein Bach. Da ist ein verfluchter Bach. Das kostet mir alles nur wertvolle Zeit. Ey, Mann, Airdrop abkassieren, das wär's doch. Wo ist die doofe Brücke? Das ist mal da, wo die Straße lang läuft. So, ist er schon weg? Nein. Nur die Straße folgen, an der Ortschaft durch. Gummi. Und wenn der piept, schnell weg. Abkürzung nehmen. Oh, das sind Garagen. Da können wir auch gleich mal reingucken. Vielleicht finden wir nochmal eine Motorhaube. Mir fehlt da noch gänzlich. Eine kleine Ortschaft hier, ne? Grüner Qualm, grüner Qualm. Da oben ist er. Vermutlich mit dem Auto nah dran. Falls er explodiert, ist das Auto auch kaputt. Ach komm jetzt. Ist doch mal gut. Nicht jeder Stein muss mich zum Überschlagen bringen. So. Planken des Leids. Ist er Safe Zone? Kann nicht viel passieren. Komm, Baby, komm, Baby, komm. Das steigt doch aus, das dauert immer so lange, um dann doch die Tür zu machen und... Ah, sauber! Sauber, der Airdrop! Nehmen wir mal 6 Stück. Hat sich gelohnt, also bis jetzt von der Zeit her. Jetzt müsste der Server Neustart sein, ne? Aber ich habe noch eine Viertelstunde. Sonst wäre es kacke. So. Aber ich habe mir gar nicht geguckt, vielleicht wurde ja schon gelootet. Ne? Machen wir jetzt die ganze Mühe hier. Aber steht noch Picklock, okay. Zack. Manchmal gehen die nicht auf, was ich echt doof finde.
Ich lasse mir die Überraschung mal zum Schluss. Das hätte ich weggeballert werden. Manchmal bin ich zu doof, ein einfaches Schloss zu öffnen. Ja, da ist bestimmt was Gutes drin. Warte ich einfach mal. So. Das will ich noch einen Dietrich herstellen. Gut, dass ich genug habe. So. Wer weiß, was uns hier drin erwartet. Feine Überraschung. Erstmal ein blöder Rucksack. Da können wir schon mal die Klamotten reinschmeißen, die wir nicht haben wollen. Ein knallroter Rucksack. In der Safe Zone in Ordnung. Das ist gut. Das ist auch gut. Warum kriege ich keine Ruhmpunkte beim Sammeln? Also Waffe, nein. Wie geil ist denn das? Eine SWD. Oder SV, die heißt er mittlerweile hier. Eine Maske, die ist was wert. Die haben die anscheinend nicht. Und eine Mine, die auch einiges wert ist. Schön! Ein traumhafter Airdrop. Hat sich gelohnt, das hincruisen. Brechstangen. Schraubendreher. Dietriche. Freue ich mich sehr. Dann können wir nochmal einmal durch die kleine Ortschaft flitzen. Vielleicht finden wir noch ein paar Samen. Danke Airdrop, du warst ein toller Airdrop. Du hast Steffis Herz mit Freude und Verzücken beglückt. Ich glaube, hier geht's falsch rum, ne? Hier geht's genau dahin, hä? Passt doch optisch gar nicht. Ich hoffe, es ist ja nicht oben auf dem Berg. Ja, durch den Dorf gefahren. Kam von unten. So. Ein Zombie. Das ist aber auch wirklich ein kleines Dorf, ne? Also wirklich ganz schnuckeliges. So, ich bin total leise. Der hat mich nicht gehört, tatsächlich nicht. Bogenschießen-Skillen. Okay. Das sind nicht viele Skillen, ne? Ein Schuss. So, hier haben wir so Gärtnereisachen meistens. Arbeitshandschuhe nehme ich nicht mit, nein. Das ist immer so in der Ego-Perspektive von alleine schaltet. Gruselig. So. Cherry. Ach, das sind. Ja. Das sind Kirschen. Könnt ihr eine Reihe Kirschbäume machen? Weiß nicht, ob die jetzt Sinn machen. Würde sie nicht. Suizidal herunterspringen. So, wir laufen wieder viel zu viel. Wir müssen viel schlapper werden. Oh, ein sehr guter Apfel. Rein in die Schliffi. Ganze Bäume will ich ungern pflanzen, aber die gehen ja auch mit der Zeit kaputt. Hinten so eine Reihe Bäume vielleicht. Man braucht keine Kirschen oder sowas. Also wenn man Torten backen will, weiß ich nicht. Kann man vielleicht auch Kirschen gebrauchen müssen. Weiß es nicht. Das nehmen wir mal mit. Tauschen das aus einfach. Ein paar Gummis oben drauf. Lecker. Und für Steffi läuft es gut.
Eine SWD, ich kann es gar nicht glauben. Was für ein Tier würden wir hier jagen? Ich höre die ganze Zeit irgendein Gebrülle. Kakaopuder? So. Wo bin ich und was mache ich hier? Da in den Supermarkt noch mal reingeschnüffelt. Zweimal Metallschrott. Und Racket Hoodie. Ein Esel ist hier irgendwo. Ein armer kleiner Esel. Oh, hier ist offen. Dann hat hier schon einer geplündert. Aber schon länger her scheinbar. Denn die Kasse hätte er nicht. Spinat. Nee. Braucht man Spinat für irgendein Rezept? Ich weiß es nicht. Interessiert mich nicht so dolle. Ketchup. Ketchup. Entschuldigung. Spinat will ich nie haben. Ich glaube, ich habe Tomatensamen. Muss ich ein bisschen vervielfältigen. Eine Pfanne. Ich weiß nicht, was das ist. Gelierzucker oder sowas, ne? Dekoration. Essen. Kann nur gut für ihre Gesundheit sein. Ihre Körperfülle. Denn sie werden tatsächlich ein bisschen schwabbeliger, ne? Wir werden ja nicht schwabbeliger. Wir werden ja erstmal hübscher. Matratze vergessen. Das ist bestimmt die goldene Matratze hier. Nein. Dieses Brettchen, das findet man so viel. Ich weiß gar nicht. Das hat doch gar keine Funktion, außer schlagen. Wenn man das so oft findet, letzte Zeit, wundert mich sehr. Was mir aufgefallen ist, ist, man kann pausieren, steht auf und dann drückt man nochmal F und man kann dann nicht nochmal pausieren auf dem Bett. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Deswegen konnte ich in der letzten Folge nicht pausieren zu Hause. Was brauchen wir denn? Eine Garage? Da ist eine Garage nur. Werfen. Ist gekauft. Komm, da eine Nadel jetzt. Oh komm, jetzt haben wir zwei Nägel. Ich aber die so blöd stecken. Also ich hoffe, wir schaffen heute den Bogenskill. Ich glaube, man muss die nicht rausziehen. Also das ist gar nicht nötig. Was war da hinten für Gebäude? Nichts von Relevanz. Das ist eine Motorhaube für der Leica, wäre wunderschön, aber ich kann sie gar nicht installieren. Ich habe ja keinen Wagenheber. Oder ich habe, glaube ich, sogar einen. Halt, Schießübung. Weit.
Treffer. Ha! Das war Bogensniper. 85%. Ja, Steffi baut sich ihr Leben langsam auf. Ist nur eine Bar. Machen wir schon die Pfeile wieder. Turnt nur irgendwo einer rum. Ich sehe ihn, glaube ich, sogar. Ah, diese Holzpfeile, die machen wir sich schnell neu. Skillung. Skillung ist alles. Hä? Nein. Zerhacken. Oh, was für eine schöne Aussicht wieder. Oh, ein Buschmann. Auch schon mal gegen das Küchenmesser. Midi-Waffe ist sehr gut. Oh. Brummelt hinter mir. Oh, die Garage ist zu hoch, ne? Wo brummelt's? Da hinten? Bei Apple? Üb, seht's. Aber Zombies down. Okay, schnell nach Hause. Ein paar Pfeile weniger, aber dafür ein bisschen mehr Loot. Alle Häuser habe ich jetzt auch nicht gesucht. Müsste mich, glaube ich, die Straße lang hangeln. Ja, wäre einfacher. Wow. Boah, das hätte aber echt schwer nach hinten losgehen können. Na, wir kriegen aber traumhaftes Wetter. Na, vielleicht noch ein paar Sämchen. Die Steffi noch ein wenig besamen. Oh, der hat Ruhmpunkte gemacht. Machst du schlecht Ruhmpunkte letzte Zeit. Ratzeka leer. Prüfe. Was soll denn hier sonst drin sein? Wash Ice. Das ist ja auch neu. Hä, was soll denn da sonst drin sein? Wasser? Wein? Wusstest du nicht, dass sie gefüllt sind normal? Ist auch neu. Oh, das ist so fies, ne? Warum bleib ich immer auf dem Dach liegen? Das ist so fies. Ey, wir sind jetzt echt mit vielen Spielern mitgefahren schon, ne? Und die sind immer auf allen Vieren gelandet.
Und ich bleib immer auf dem Dach liegen. Ich hätte gerne noch so ein mittelalterliches Schwert, ehrlich. Die Frau wie der letzte Henker, ist klar, aber. Aber ich glaube nicht, dass ich der schlechteste Fahrer auf dem Server bin. Tanken müssen wir auch. Oh, ein, zwei Türmchen mehr mache ich jetzt nicht. Da fehlt die Zeit einfach. Oh. Sind alle beide dünn. Ich habe nämlich gar nicht mitbekommen. Macht er da? Server Neustart. So, Server Neustart vollzogen. Zombie vor uns ist verschwunden. Macht aber nichts. Den braucht man eh nicht. Warum ist meine Tür auf? Habe ich die nicht zugemacht? Mal auf 1 hier drücken. So. Und was habe ich alles in der Tasche? Wenn ich ein Schwert finde, kann ich es ja gar nicht mitnehmen. Ketchup. Oder Ketchup, Munition. Kirschkerne. Ach, das kann auch da rein. Dann haben wir auch hier Platz drin. Ne? Nähzeug können wir gleich bauen. Die beiden Türme nehmen wir mal mit. Vielleicht haben wir mal Glück. In den Türmchen. Hat er jetzt schon Glück mit der SWD? Manchmal ist er extrem geiler Loot auf diesen blöden Türmchen. Ein Helm, der ist wertvoll. Carbonpfeile mit breitem Kopf. Ausgetauscht. Bessere Pfeile gibt es gar nicht, ne? Noch ein Helm. Na, die müssen wir leider reparieren. Kostet. Wir haben kein Hemd mehr an. Dann können wir das auch anziehen. Dann haben wir einen Slot mehr. Rapurzel runter. Rapurzel. Hab ich schon, ne? Ja. Aber hier nicht runterpurzeln. Oh, zwei Türmchen. Ich will jetzt nicht die Ritterburg looten. Das war heute nicht der Plan. Dauert alles sowieso immer so lange, was man immer so vorhat hier in Scum. Hier einfach mal ganz schnell gespielt. Nein. Mini-Let's Play aufnehmen. Nein. Na, mit Taschen müsst ihr ihn mitnehmen. Für die Zukunft. Oh, die Waschmaschine. Die geht mir nicht aus dem Kopf. Das ist eine so geile Idee. Eine Jeans. Schon wieder ein Helm. So, jetzt langsam reicht es mit Helm. Ah, komplett auf 100% repariert. Sind die einiges wert? Ein Schwert wäre mir ein bisschen lieber gewesen, liebes Spiel. So. Ein Turm in der Nähe kommt, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Jetzt werde ich wieder gierig. Drei Helme. Alle im relativ schlechten Zustand. Unter 50% ist ja alles null wert.
Auch sehr ungewohnt, immer diese Matratzen zu durchsuchen, ne? Ja, mal ein 70er Bogen. Ich denke noch nicht, dass ich den benutzen darf. Da haben wir doch unser Schwertchen. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr für Schwert. Weil ich einfach alles voller fucking Helme habe. Das werfe ich auf keinen Fall weg. Kann sie ja trinken. Dann passt da ja noch die Kiste rein. Hoffentlich vom Gewicht auch noch das Schwert. Das wiegt 2,2 Kilo. Ja, passt. Kurz. Aber eine lustige Medi-Waffe habe ich schon, ja, ne? Jetzt fehlt wahrscheinlich noch ein Schwert. Ne, noch ein Bogen. Ein 50er Cobra. Können wir ja mal testen. Nicht nur einfach auf dem Boden. Ob wir den spannen können. Schon. Können wir. Also geht 50er Bogen schon mal klar. Modernisieren wir uns mal, was Bogen technisch betrifft. Ach, Spiel. Wo soll ich denn den ganzen Kram hin tun? 4 Helme. 4 Helme. Die muss ich erstmal repariert kriegen, wenn ich sie verkaufen will. So, ab nach Hause. Parken wir denn? Ich glaube, wir konnten den Bogen spannen, ne? Also macht er mir jetzt den Eindruck. Der Esel. Ja, keine Esel. Ich mag Esel. So, wenn ich jetzt hier runterfahre. Machen wir zur Tanke. Und dann zu unser Gärtchen zurück. Ernsthaft. Ey. Das ist, was ich meine. Warum kippen alle immer auf alle Viere und ich muss immer aussteigen und immer wieder das Auto umdrehen? Es war jetzt auch keine Geschwindigkeit im Spiel. Und immer dreh's falsch rum. Ich kann den Esel jagen. Aber jagen ist so doof hier. So. Hui. Fahren wir gerade rückwärts. Ja. Ach, Kaffee vergessen. Komplett vergoren Kaffee. Komisch aus hier. Noch den ein oder anderen Samen. Paprikasamen, ja, besser als gar nichts. Eine ganze Tüte sogar. Federn. Ein echtes Bett. Weiß ich, brauche ich nicht. Wir haben jetzt ja kein. Wir haben immer noch das Haar. Auch wenn die Fahne da gar nicht mehr sitzt.
Man lenkt schon immer ein bisschen dagegen, aber es hilft nicht immer. Mir ist ein bisschen kalt. Wir müssen uns rechts halten. Richtung Südwesten. Alles. Hier war ja damals meine Bude. Das ist Mona Lisa. Mit einem Schneemann. Und ein Klohäuschen. Boah, so schlecht, ne? Ups, Entschuldigung. Ah, ich ahne es. Ich ahne es. Das ist aber nicht Timmytown. Das ist das kleine Gehöft. Oh, hier kann man nochmal nach Pflanzensamen etc. gucken. Vielleicht sogar auf welche klauen. Tomate müsste ich aber haben. Hier drin wächst. Hier wächst zum Beispiel Kartoffel. Das ist das Paprika. Gurke. Einfach Samen sammeln. Im Endeffekt müssen wir uns eben umentscheiden oder entscheiden, was wir wollen. Bist du? Das kenne ich gar nicht. Ja, Pastinake. Hier waren Zwiebeln. Die erkenne ich sofort. Meine Zwiebel mit. Und das Kohl. Der macht den Kohl auch nicht mehr fett. Den Garten gehabt? Ja, manche stehen ja gar nicht so auf das Gärtnern hier im Spiel. Kann ich auch nachvollziehen. Muss ja nicht jeder drauf stehen. Hier läuft auf jeden Fall ein Generator irgendwo. Eier. Und Dünger wäre noch natürlich noch geil. Aber hier wurde alles gelockt. Deswegen rennen wir zum Auto. Also Startgewicht von Olga Steffi war 52,1 Kilo und wir haben jetzt immer noch 52,2. Aber wir werden Zutaten zusammensammeln, Leute, für Pizza und Burger. Dass die Heide zittert, sage ich euch. Also wenn ich kein Gold habe, bringt mir das Haar eh nichts. Ohne Gold kannst du nicht zu Hause spawnen. Nur halt deine Umgebung, was ja fast dasselbe ist. Ne? Zu Hause spawnen ist halt natürlich Luxus, weil du ja sofort wieder Loot hast. Da jetzt ja nicht. So. Kleiner, aber feiner, erfolgreicher Loot Run. Er hat die Kiste liegen lassen. Er hat die Kiste eiskalt liegen lassen. Steig jetzt aus, komm. Mari, ich will immer eine Woche warten. Aber hat ist keiner dran gegangen. Alles gut. Wir sind auch schon Zutaten drin, also. Wir können uns auch schon dran laben. Mit einem Auto. Haben wir im Auto geguckt, kurz. Also Verkaufsgut ist auf jeden Fall safe. Holzkiste. Nichts. Meine Kiste. Das war Mona Lisas Kiste. Meine Samen. Ich hab diese muffige mittlere Holzkiste gebaut. Achso, die ist ja drin. Oh, ich habe noch gar nicht Hu geschrieben. Wie viele Leute online? Nicht da. Faden. Ja, damit.
Zutaten haben wir ein paar gesammelt, ne? Wo sind denn gelandet alle? Ketchup war es doch. Kein blassen Schimmer. Irgendwas Samiges hier drin. Hier sind Pfannen. Patronen, die kann man nicht pflanzen. Wächst leider keine neue raus. Aber ich will unbedingt Tomate haben. Schwanken, ich hatte Tomatensamen. Vielleicht noch im Rucksack. Die Helme packen wir auch erstmal hier im Auto. Bevor wir da groß an Reparieren gehen. Der rote Rucksack war ja der neue. Tomatensaatgut, da ist es. Ich hab's doch gewusst. Dann haben wir hier ganz viele Zutaten. Zwiebelsamen. Ein MAE essen. Wir werden Zombies gelegt. Ein ungesundes MAE. Ich weiß gar nicht, ob wir Kirschen mittlerweile ernten können. Hat ja eigentlich nie geklappt. So ein MAE macht dick. Also wir Veränderung der Fettmasse ist plus. Rasant steigend, wenn man sich nicht bewegt. So. Zutaten, ja, das ist sowas wie Ketchup und sowas, ne? Auch Bücher, Samen. Jetzt habe ich ein bisschen über viel in der Tasche. Dass ich hier erstmal, guck mal, schon Unkraut. Ist da schon Wasser drin? Immer noch kein Milliliter Wasser. Das ist nicht gut. Ihre ersten Skillpunkte machen beim Gärtnern. Ich hoffe in der Region, das ist ja nicht sehr weit weg von dem, wo wir vorher waren. Haben wir den Spaß mit dem Wasser noch, ne? Ist kein Brunnen. Hier kommen die drei Kirschen hin. Ich weiß, das dauert immer ein bisschen. Das spare ich euch. So, jetzt habe ich schon Kirschen da hinten, zwei gepflanzt. Hoffentlich wachsen die. Ich muss ein bisschen Wasser holen und gießen, glaube ich. Sonst wird das ja nichts. Werf jetzt hier mal drei Tomaten aus und die vermehren sich dann. Ja, die Tomaten sind drin. Ich muss Pipi, aber ich mache jetzt nicht Pipi auf dem Beet. Auch wenn das Wasser als zählt, bin mir nur nicht sicher, ob es auch wirklich als das Wasser zählt. Deswegen lasse ich das mal mit dem Pipi auf dem Beet. Nicht, dass der Entwickler da irgendwas eingearbeitet hat. Das wollen wir mal vermeiden. Gut, dann mache ich noch ein paar Zwiebeln. Eine Reihe Tomaten, eine Reihe Zwiebeln, so dass man auch immer an allen dran kommt. Wie gesagt, das spare ich euch natürlich auch. So, Steffi ist fleißig am Gärtnern, macht sie gerne und hat jetzt schon, ja, wie gesagt, hier mal zwei Kirschbäume gepflanzt und hier eine große Vielfalt tatsächlich. Einmal, hier haben wir Tomate, dann kommt Zwiebel, dann kommt Gurke, dann kommt Karotte und dann kommt Paprika. Also das sind schon mal einige Reihen, die gefüllt werden mit interessanten, leckeren Zutaten. Der Rest ist Unkraut. Gut, ansonsten wollte ich ja noch tanken mit euch fahren, dann soll es für heute gewesen sein. Eine Sekunde, ab ins Auto. Der Gartenskill, der hat sich auch erhöht, aber sehr schnell tatsächlich. Auf 21% direkt. Nur durch den bisschen Gartenarbeit.
Oh, gehört einer laut Musik. Was? Oh, du hast kein Gras angebaut. Lagert nicht im Schrank. Mal Gras muss dann finden. So, lass mal schauen. Das sind hier so relativ zombiefrei. Wirkt auf den ersten Blick so. Ist denn wenigstens noch was im. Ja, ist noch was drin. Sehr schön. Können wir das Auto dort tanken? Die Kanister aufvoll machen für die Generatoren. Tausend Skamis kostet mir das für eine Heidewitzka. Preise sind aber hier. Wow. Er war eventuell noch etwas gefüllt. War nur 50 Skamis. Ja, da kommt schon ein bisschen mehr. So, das ist für die Dinge, die wir verbrauchen wollen. Und Reserve halt manchmal, ne? Propangas kann man hier auch neu holen. Rauchen verboten. Und los geht's nach Hause. War wieder teuer jetzt hier, verdammt. Leider den Bogenschießkönig nicht geschafft. Ein sehr gutes Jagdrevier außer dem Timmy Town. Aber ich habe eine Ziege und einen Huhn gehört die ganze Zeit. Bin ich fast zu Hause wieder vorbeigefahren. Oh, die Lampen verschwinden gar nicht, ne? Aber nicht gut. Lass sie mal leuchten. Irgendwann sind sie leer. Oder irgendwann nimmt sie mit. So, dann wächst da jetzt unser wunderschönes Gärtchen. Ohne einen Tropfen Wasser drin. Das ist auch mal ein bisschen experimentell. Ich schätze mal, dass wenn wir nächstes Mal uns einloggen, da Wasser drin sein wird. Könnt ihr ja Wasserflaschen darauf ausschütten. Aber das wird jetzt nicht viel bringen. So viel. Aber wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf die klein bisschen Gartenarbeit. Und dann hier das Kochen. Das wird geil. So. Mal die Metallkiste raus. Den Generator. Und einen Treibstoffkanister. Wieder rein. Zwei Generatoren sind immer noch besser als ein Generator, ne? So steht es sogar richtig rum. Aber ist ja auch egal, wie rum es steht. Leica ist zu. Bude ist zu, ich bin draußen. Bude ist zu, ich bin drin. Ja. Ich hab meinen ganzen Treibstoff. Nee. Ich kann ihn nur auf 100% voll machen. Und hab immer noch 11 Einheiten. Okay, die waren beide fast voll. Das ist gut. Die Gasflasche Silber hat noch 23, noch was. Da könnten wir eventuell, wenn wir backen wollen, auch nochmal nachholen. Aber jetzt legen wir uns ins Bettchen. Wir suchen das erst, machen eine kleine Pause drin. Upp, und sag Dankeschön fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.